Ich habe heute hier in dieser Zeitung was gelesen. Und zwar, Sabine Christiansen hat wieder mal ein Interview gegeben. Ja? Und Sie wissen ja, Sabine Christiansen erzählt nicht gerne aus ihrem Privatleben. Ja? Aber ja, hat sich hier mal wieder durfte fotografieren. Schöne Fotos übrigens. Schauen Sie hier, mit dem Hund ja, fotografieren lassen. Ja, hat die denn keinen Mann? So. Und da, also das ist schon sehr, sehr, sehr poetisch, was ich hier gelesen habe von Sabine Christiansen. Und ich habe mir wirklich überlegt, die Sätze müsste man sich eigentlich tätowieren lassen, ja, die hier in dieser Zeitung vorkommen. Zum Beispiel, hier ist eine Frage an Sabine Christiansen. Haben Sie manchmal Angst zu versagen? Und jetzt sagt Sabine Christiansen, klar, Sie denn nicht? Im privaten Bereich, wenn ich Freunde eingeladen habe, dann habe ich Sorge, dass mir der Kaiserschmarrn nicht gelingt. Ja, ich habe jetzt noch auf den Satz gewartet, aber wenn ich Toffifee ins Spiel bringe, ja, dann ist wieder alles Duft. Sensationelles Interview. Hier, sind Sie nicht auch selbst fasziniert von den Mächtigen? Und da sagt Sabine Christiansen, diese Faszination habe ich schon in meinen ersten 7 Berufsjahren bei der Lufthansa verloren, wo ich den Mächtigen in der ersten Klasse der Jumbo-Jets begegnete. Die konnten nicht schlafen, saßen an der Bar. Och, die Armen. Ja? Da kam es dann oft zu langen Gesprächen. In dieser Situation, wenn der Mantel der Macht fiel und die Persönlichkeit dahinter zum Vorschein kam, zeigte sich, dass es solche und solche gibt. Ja? Wer hätte das gedacht, oder? Und fast, gibt es in der, ich meine, ich bin auch schon mal bei der Lufthansa in der ersten Klasse geflogen, ja. Nicht, dass ich denke, dass er es bezahlt, Bonusmeilen, ja. Und, ja, aber ich habe doch noch nie eine Bar gesehen. Was meinen Sie mit Bar? Haben die auf diesem Saftwagen da gesessen oder was? Ich weiß es nicht. Aber eine sehr, muss man doch sagen, eine sehr intelligente Analyse für eine Saftschubse, oder? Die sie da gemacht hat. Sabine Christiansen. So, was habe ich hier noch? Ach hier, tolle Sätze. Ja? Tolle Sätze. Was mich antreibt, ist die Lust auf Bewegung, die Lust auf was Neues, die Lust auf Leben und es anzunehmen, wie es kommt. Es gibt Menschen, die sitzen immer nur auf ihrem Stuhl und sagen, ich würde gern. Manche sagen, ich will, stehen dann aber nicht auf. Ich bin jemand, der den Stuhl beiseite schiebt und sagt, ich werde dann jetzt mal. Da steht hier. Kein Scherz. Ja? Das, so ist Sabine Christiansen. Die schiebt einfach den Stuhl beiseite und sagt, ich werde dann jetzt mal. Ja. Ich bin so ein Typ, meine Damen und Herren, der auch hin und wieder mal den Stuhl beiseite schiebt und sagt, so, ich muss dann auch. Ja. Aber ist ja, und dann hier, pass auf. Wenn Sie sich ein Tier für ein Familienwappen aussuchen müssten, welches würden Sie nehmen? Löwe, Bär, Drache, Einhorn oder Adler? Sagt Sabine Christiansen, das Einhorn. Die anderen haben mir zu viel mit Jagd, Zugriff, Beherrschen zu tun. Das Einhorn hat etwas Losgelöstes und auch etwas Distanziertes. Ja, Frau Christiansen, und es hat ein Horn. Ja, vielleicht ist ja, vielleicht ist auch das. Geiles Interview, wirklich. Wirklich, so. Echt, das ist die große Dame des politischen Talk, Sabine Christiansen. Kaufen Sie sich das, das Interview ist geil, das können Sie sich zu Hause rahmen.